Ich stehe hier nun heute vor euch und sollte eine Rede halten, nicht wahr? Wie ihr sicher wisst, so etwas zu halten oder gar zu schreiben, ist richtig schwer. Vor allem, wenn du unbedingt ein Thema brauchst und die Zeit knapp wird. Mir fiel das alles andere als leicht. Stellt euch folgende Situation vor. Ich saß da wie ein Verrückter vor meinem Computer und dachte mir, komm Aydin, jetzt schalt doch mal dein Hirn ein und finde endlich das passende Thema für dich. Was will ich euch bzw. der Welt sagen? Das Thema lag mir doch die ganze Zeit vor der Nase. Die ganze Zeit. Denn welches Problem beschäftigt und betrifft Österreich in letzter Zeit, sowie auch andere Länder? Naja, ganz klar, die Flüchtlinge und die Krise, die wir derzeit haben. Aber nein, 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 nein. Bevor jemand unter euch sich denkt, ach nee, komm schon wieder einer über das Flüchtlingsthema. Nein, dieses Thema will ich ganz und gar nicht bereden, weil wir oft genug darauf aufmerksam gemacht werden. Wisst ihr, bei der Suche nach einem Thema für diesen Auftritt kam mir schon der Gedanke, mach doch eine Rede über die Flüchtlinge. Im anderen Moment dachte ich mir wiederum, nee, lass es lieber sein, macht sowieso jeder. Ich ging zwei Schritte weiter und dann kam mir der Gedanke, mach doch eine Rede über den IS, Islamischen Staat. Doch einen kleinen Moment, was habe ich mir gerade dabei gedacht? Zuerst denke ich an die Flüchtlinge, in Folge darauf denke ich an die IS bzw. ISIS. Das heißt, ich verbinde diese zwei Sachen instinktiv miteinander, ohne es zu wissen. Und jeder, der so denkt, seid euch bewusst, dieses Denken ist falsch. Diese zwei Sachen haben null Zusammenhang. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Denn die Menschen aus Syrien flüchten, genau wie wir es tun würden. Einige Menschen denken mittlerweile, wenn sie die Flüchtlinge kommen sehen, dass ein Teil der IS in Österreich reinmarschiert. Und wieso? Weil sie diese zwei Dinge instinktiv miteinander verbinden. Ich habe mich ja vorhin gefragt, welches Problem wir in Österreich haben. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass viele von euch an das Thema Flüchtlinge dachten oder an die Flüchtlinge dachten. Doch welche noch? Was ist mit der Arbeitslosigkeit in Österreich? Ja, diese zwei Dinge haben einen Zusammenhang, doch ich rede jetzt nur von Österreich und dessen Arbeitslosigkeit. Die Erderwärmung, ja, das betrifft die ganze Welt, sowie auch die Hungersnot in manchen Ländern. Wir werden zu sehr geblendet und vergessen einfach die Probleme, die ganze Zeit da sind. Die Flüchtlinge, die sind kein Problem. Das sind Menschen, die Menschenrechte haben, genau wie jeder andere Mensch auch. Wir haben andere, wirkliche Probleme, über die wir gar nicht mehr nachdenken und auch nichts dagegen unternehmen, weil unser Denken als Mensch in solchen Dingen komplett verkehrt ist. Wir glauben nur das, was wir glauben wollen, sehen nur das, was wir sehen wollen und hören das, was wir hören wollen. Doch was ist eigentlich alles gewollt? Wisst ihr, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Und je gutgläubiger man ist, desto schneller fällt einem auf, dass es Menschen gibt, die es nicht so genau mit der Ehrlichkeit nehmen. Menschen, die andere zu ihrem Gunsten manipulieren. Sprich Menschen, die ihren Nutzen im Leiden anderer sehen. Aber uns muss klar werden, dass diese Menschen eine Minderheit sind. Sie sind die 1%, aber wir alle sind die verbliebenen 99. Und wenn ich im Matheunterricht gut aufgepasst habe, dann sind diese 99% stärker als die 1%. Und soll ich euch was sagen? Ich, Aydin Skenderovic, der Arbeitslose oder der einem Job nachgeht und dabei für den korrupten Staat arbeitet,
nur damit seine Steuergelder dann für sinnlose Bankrettungsaktionen verschwendet wird? Wir sind die 99%. Und wieso sollte ich in einem Flüchtling oder euch einen Feind sehen? Die 1% wollen das. Ich will es nicht. Wenn man heute die Zeitung liest, dann fällt es einem schwer, an die Menschheit zu glauben. Hier und da die Heldentat eines Einzelnen, aber im Großen und Ganzen ernüchternd. Denn am Ende ist in dieser dicken Zeitung mit ihren 30 Seiten so ein kleiner Abschnitt zu sehen von einem Menschen, der etwas Großes getan hat. Aber wir sind voneinander abhängig. Also wieso gegeneinander arbeiten, wenn es auch zusammengeht? Ich will nicht, dass wir unsere Hoffnung verlieren. Geht durch diese Tür und seid Mensch. Doch viel wichtiger, seid menschlich.